ich das Licht? Vielleicht, ha? Vielleicht verlicht zu ihr, zu ist unvergleichlich, unvergleichlich. Sie erinnern sich, wenn er gesungen hat, Notung, Notung, eine Stimme, Zamir, Zamir. Unvergleichlich, schön. Naja, Max Lorenz als Tristan 1943. Kann man sagen, dass Fritz Mulia als Opernliebhaber Strauss, Wagner, anspruchsvolle Oper der klassischen Spätromantik bevorzugt? Weniger italienische Oper oder eben nur... Ja, schöne Turandot ist schon was Schönes. Ja. Und ich hab auch die Butterfly gern. Ich mag auch Kowanschina, das ist auch eine schöne Vorstellung. Also es gibt viel Schönes, aber vielleicht macht es die Erziehung aus, die Spätromantik und ja, so da erliege ich. Also das andere kann ich betrachten, das andere. Aber Wagner, Strauss, und da muss ich mich hinlegen und da muss ich die Augen zumachen. Und das trägt mich weg. Da gibt es keine Kritik mehr, da werde ich kritiklos. Mhm. Und wenn ich heute die Freude habe, mit Ihnen vorplaudern zu dürfen und mit Ihnen plaudern zu dürfen, dann möchte ich mich sehr bedanken, weil die Platten, die Sie alle haben, und die Mitschnitte habe ich nicht. Und das war mir wie ein Jungbrunnen, so ein kleines bisschen hineinspringen in die Zeit der Jünglinghaftigkeit und in die Zeit, wo ich noch mehr Zeit hatte für die Oper. Und ich nehme mir vor, wenn es einmal um mich herum ruhiger wird, dann gehe ich öfter in die Oper. Hoffentlich ist bis dahin nicht dort schon ganz ruhig. Wir sind bei der Schlussfrage. Mann von La Mancha. Ja. Rolf Kutscherers große Tat. Ja. Rolf Kutscherer hat in Wien, also im Gegensatz zu dem, was alle glauben, die Gerti Sandner, damals als Vizebürgermeisterin und Kulturstadträtin, und der Kutscherer als Direktor des Theaters an der Wien, die haben das Musical hier etabliert. Und niemand anderer, niemand anderer, die waren das. Naja, es ist so. Und ich hatte die Freude, den Sancho zu singen. Ja. War das von Anfang an klar? Was? Dass Mulia der Sancho wird? Na, der Kutscher hat was angeboten und ich habe gesagt, das muss ich machen, weil das war so schön. Das war so. Und außerdem, ich habe im Burgtheater nur ganz selten die Gelegenheit gehabt, mit dem Meinrad zu spielen. Und es gab viele Sanchos, es gab viele Aldonzas, es gab viele Don Quixotes. Aber es gab keine so gute, bei aller Hochachtung aller anderen, wie die Blanche Aubry. Es gab fast keinen so guten wie mich. Fast. Und es gab keinen solchen überragenden wie den Peppi Meinrad. Ja.
Der hat einmal am Burgtheater eine Rolle gespielt, und zwar den Hadrian den Siebten, einen Papst. Und da schrieb ein Wiener Kritiker, ich glaube, es war der Thorberg oder der Blaha, ich weiß es nicht, hat etwas geschrieben, was unvergesslich ist. Habemus Pepim. Das sollte heute irgendein von den Kritikern einfallen. Wir wollten doch die Trivialthemen heute auslassen. Wiener Kritiker sind doch kein Trivialthema. Sondern? Was? Das haben Sie gesagt, Ihnen. Haben wir es? Ja, der Mann von La Mancha, ich mag ihn.